Wenn wir grillen, lege ich mir am liebsten Käse auf den Grill. Den ganzen Sommer habe ich wirklich lange ausprobiert, welche Marinade mir am besten schmeckt, denn ich lege mir am liebsten meinen Grillkäse selbst ein. Jetzt gegen Ende hin habe ich die zwei perfekten Marinaden herausgefunden und möchte die mit dir teilen. Einmal gibt es eine etwas zitronigere Marinade und dann eine mit Honig. Ich habe jetzt schon zwei Stückchen Käse in einer Auflaufform liegen. Das mache ich auch immer, wenn ich die auf den Grill gebe. Also da lege ich die einfach in so eine robuste Form rein. Du kannst den Käse auch super im Backofen machen. Da stellst du ihn dann einfach auch rein. Schmeckt genauso gut. So, hier auf der einen Seite ist das die mit der Zitronenmarinade. Ich würde sagen, mit der fangen wir auch direkt an. Für die Zitronenmarinade brauchst du folgende Zutaten. Ein Esslöffel Olivenöl, eine Zitrone, die habe ich schon halbiert. Die eine Hälfte habe ich in kleine Stückchen geschnitten und von der Schale befreit. Die andere Hälfte kannst du einfach so lassen. Dann brauchst du circa 4 Datteltomaten, die dann einfach vierteln. Und dann am besten noch 2 Peperoni. Ich nehme da ganz gerne die milden Peperonis. Und dann Gewürze nehme ich immer das, was ich gerade zu Hause habe. Am liebsten mag ich da Salz, Pfeffer, etwas getrocknetem Basilikum und so italienische Gewürze oder so Paprika hinzu. Als erstes gibst du einfach Olivenöl über den Feta und presst dann die halbe Zitrone noch darüber. Und jetzt kommen die restlichen Zutaten drüber, also die Gewürze, Paprika, Zitronenstückchen und die Peperoni. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und das war schon die eine Marinade, die ich am liebsten mag. Und jetzt zu der anderen mit Honig. Brauchst du auch nur ganz wenige Zutaten. Und zwar ein Teelöffel Honig, ein Esslöffel Olivenöl und ein Esslöffel Wasser. Das schon alles in ein Schälchen getan. Werde das jetzt gleich mit einem Pinsel verrühren und dann den Käse damit einstreichen. Und zu dieser Marinade schmeckt wirklich am besten getrockneten Rosmarin. Den gebe ich einfach drüber und dann kommt das alles so auf den Grill oder in den Backofen. Und fertig ist mein allerliebster Grillkäse. Vielleicht kann ich noch mal kurz sagen, was ich am liebsten für einen Käse nehme. Ich nehme da tatsächlich ganz gerne klassisch einen Feta oder auch einen Halloumi. Aber da kannst du wirklich jeden nehmen, den du möchtest. Ich könnte es mir auch ganz gut mit Camembert vorstellen, aber das habe ich persönlich noch nicht probiert. Ich werde dir das Rezept auf jeden Fall auf meinem Blog stellen, dann kannst du es nochmal nachlesen, falls du das bei deinem nächsten Grillabend nachmachen möchtest. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.